Also, singen können sie schon mal. Gut Handball spielen können sie auch. Das Potenzial bringt die Mannschaft von Alfred Gislason alle mal mit. Aber wir werden Überraschendes sehen, vor allem in der Rückraumachse, die Alfred Gislason heute auf das Feld schickt. Es soll über das Tempospiel gehen. Und das ist eine alte Schwäche des deutschen Handballs gewesen in den letzten Jahren. Das gebundene Spiel aus dem Rückraum ist nicht so dynamisch wie bei anderen Nationen. Und deshalb will man über das Tempo kommen. Möglichst wenige Spezialistenwechsel von Abwehr zu Angriff. Es ist eine interessante Mannschaft, auf die man heute trifft. Die Schweizer mit Lenny Rubin, den Sie gesehen haben. Und das ist eben der neue deutsche Kapitän, Johannes Goller. Ein Mann, der mit so viel Wucht vorangeht. Ein extrem trainingsfleißiger, trainingsversessener Mann. Auch einer, der seine Meinung äußert, auch zu politischen Themen. Das hat für eine Menge Staub und Wirbel auch gesorgt. Aber er hat gesagt, nee, ich bin nicht nur Handballer. Das ist einer der ganz großen Stars. Andy Schmid, der Mann hier quasi in seinem Wohnzimmer. 2010 begann in der Bundesliga seine große Karriere. Inzwischen ist er 38 Jahre alt, wird nach dieser Saison zurückkehren in seine Schweizer Heimat. Aber er hat gesagt, beim Aufbau dieser neuen Schweizer Nationalmannschaft, und da ist man gerade noch dabei, da will ich gerne... Das ist der Trainer. Michael Sutter, Nachfolger übrigens von Rolf Brack seit 2016. Und Lenny Rubin, zu dem ich einen Draht hatte im Vorgespräch, hat gesagt, es wird langsam. Natürlich leidet die Schweiz darunter, dass sie in den letzten Jahrzehnten sich so selten qualifizieren konnte. 2020 waren sie dabei bei der EM und letztes Jahr Nachrücker bei der WM. Das ist einer der Neuesten der Spartformation. Djibril Mbenge, das ist der Mann, der auf rechts außen gesetzt scheint bei Alfred Gislason, nämlich Timo Kastening. Aber er wird im rechten Rückraum beginnen, Andreas Wolf, im Tor. Aber es gibt ein paar Überraschungen mit Witzke, Simon Ernst. Das ist ja schon ein älteres Gesicht, wenn man so will. Andreas Wolf ist einer von vier Europameistern von 2016, der jetzt noch dabei ist. Und wenn man sich das mal anschaut und überlegt und sagt, 2016, das ist ja gerade mal 6 Jahre her und nur noch 4 sind dabei, das ist schon enorm. Sein guter Kumpel nimmt oben auf der Tribüne Platz. Jannik Kohlbacher fehlt verletzungsbedingt und daher 18 Mann heute theoretisch zur Verfügung, aber der Bundestrainer setzt heute in Absprache mit Matthias Andersson auf 2 Keeper, auf Andi Wolf und auf Till Klimke. Wir haben ganz kurz eben Nikola Portner gesehen. Das ist die Nummer 1 bei den Schweizern. Nächstes Jahr sehen wir ihn in der Bundesliga als neuer Keeper des SC Magdeburg. Die Schweizer haben eine gute Mannschaft. Auch wenn sie sich nicht für die kommende Europameisterschaft qualifizieren konnten. Sie haben nicht nur einen guten Torwart, den wir hier sehen. Sie waren auch unglaublich knapp dran. Haben zum Beispiel ihr Quali-Spiel gegen Dänemark nur mit einem Tor zu Hause verloren. Sie waren ganz dicht dran. Und dieser eine Punkt, der da fehlte, der hätte gereicht, um sich zu qualifizieren. Also, das ist ein guter Gegner, wenn auch natürlich, da müssen wir ehrlich sein, das ist kein Weltklasse-Format. Aber auch so ehrlich sind wir, Deutschland ist ja auch nicht Weltklasse. Wir sind gespannt. Lenny Rubin im linken Rückraum, der hat jetzt den Ball, ist der beste Feldtorschütze der deutschen Handball-Bundesliga. Er trägt im Alltag das Trikot der HSG Wetzlar. Jetzt ist er am Ball. Wurfgewaltiger Mann. Und das macht er sehr gerne. Sich durchsetzen, durchtanken bis zum Kreis, bringt die Schweizer in Führung. Deutschland also mit Heimann, mit Witzke und mit Djibril Mbenge. Der spielt beim FC Porto in der portugiesischen Liga. Noch muss man sagen, denn der Wechsel nach dieser Spielzeit zum Bergischen Nazi. Also, das ist die Rückraumachse. Schiller, Kastening auf den Außenpositionen und Goller, keine Überraschung, am Kreis. Schweizer beginnen in der Abwehr defensiv. Das ist ihre Paradeformation in der 6-0 zu agieren. Witzke, Heimer von Frischhoff-Göppingen. Mit dem Freiwurf. Schiedsrichter kommen übrigens aus Griechenland. Der eine heißt Zafferopoulos und der andere Andreas Bethmann. Ja, und er hat einen deutschen Vater, lebt aber seit seinem 8. Lebensjahr in Griechenland. Spricht aber hervorragend natürlich weiter Deutsch. Heimer. Klasse Anspiel, war riskant zu Goller, bisschen zu tief gepasst. Schmid. Der Denker, der Lenker, der Macher, aber nicht der Torschütze. Wolf war dran.
Heimann, da kann er fast durch. Schiller und Nicola Portner. Andreas Schmid, jetzt am Ball, der Mann für die besonderen Momente. Mehr als ein Jahrzehnt das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen hier in dieser Halle geprägt. Zweimal deutscher Meister, den RAF-Europapokal gewonnen. Ein Mann für besondere Momente, für besondere Anspiele an den Kreis vorne. Schmid, Küttel. Abwehr war dran, deshalb leichte Beute für Andreas Wolf. Heimann. Da geht er durch. Erster Treffer für die deutsche Mannschaft. Nach 2,5 Minuten durch Sebastian Heimann. Diese Mannschaft wird gerne als die jungen Wilden apostrophiert. Die deutsche Mannschaft. Das stimmt nicht ganz, denn sie haben einen Altersschnitt von über 26. Das ist nicht jung, aber sie sind unerfahren. Es gibt 7 Spieler mit weniger als 10 Länderspielen. Und das ist die große Aufgabe, aus diesen hungrigen neuen Spielern eine starke Formation zu machen. Küttel für die Schweiz. Schmid und Lenny Rubin. Das sind diese Anspiele. Da muss man allerdings auch hellwach sein. Oh, das war ein starker Pass von Wolf auf Kastening. Deutschland führt. Der war aber millimetergenau, dieser Pass zu Timo Kastening von der MT Messen. Einige Spieler übrigens haben gegen die Schweizer vor knapp 3 Jahren ihr Länderspieldebüt gefeiert. Das war kein erfolgreiches. In Düsseldorf gab es nämlich eine Niederlage. Goller war dabei, Heimann war dabei und eben auch Timo Kastening. Schmid. Rubin. Deutschland immer sofort schnell wieder im eigenen Positionsspiel beziehungsweise in der zweiten oder auch dritten Welle. Man will diese Spezialistenwechsel vermeiden. Das ist ja auch eine Forderung von Trainer, vom Bundestrainer Alfred Gislason. Er will den kompakten Spieler haben, der sowohl in der Abwehr als auch im Angriff seine Leistung bringen kann. Witzke. Heimer. Schön durchgesetzt. Der Gedanke an den Heber war gar nicht schlecht. Es gibt aber auf jeden Fall den 7 Meter Strafwurf und Marcel Schiller hat sich schon den Ball geschnappt. Ist der erste 7 Meter Schütze im deutschen Team. Dazu die gelbe Karte. Schiller gegen Portner. Rechte Seite, die hat er gerne, aber normalerweise beginnt er und eröffnet er eher flach oder halb hoch. Ja, Portner noch dran. Spielt ja noch in Frankreich. Und wie gesagt, nach dieser Saison der Wechsel zum SC Magdeburg, dem souveränen Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Deren Topmann im Kasten, Yannick Rehn, verlässt den Verein Richtung Paris. Abwehr steht gut, gefällt mir gut. 6. Minute, nur ein Gegentreffer. Einen haben sie gefangen, einen Gegentreffer. Das wird die deutsche Hintermannschaft geärgert haben, weil das kennen sie von Lenny Rubin natürlich aus der Handball-Bundesliga, dass er mal auch diese Wurfhinte hat, absetzt und sich dann durchsetzt. Das kennen sie eben aus dem Alltag. Die Schweizer mit dem 7. Feldspieler. Auch das ist übrigens eine taktische Variante, die unter dem Nationalcoach Michael Suter sehr gern, sehr häufig gespielt wird. Gibt es ja Mannschaften in Europa, die das perfektioniert haben, so wie die Portugiesen. Küttel, Schmid. Deutsche Mannschaft schnell und flink auf den Beinen, auch auf den Außenpositionen. Wieder gut unterbunden, gibt zwar den Freiwurf, aber gut agiert. Am
haben wir gesehen. Portner draußen, dafür der siebte Feldspieler drin. Zeitspiel droht. Kütt. Ansatzlos. Bislang der einzige Schweizer Torschütze mit seinem zweiten Treffer. Lenny Rubin, HSG Wetzlar. Für diesen Verein spielte er einst auch Andreas Wolf. Und zwar zu den Zeiten, als Deutschland Europameister wurde 2016. Mit ein bisschen Glück. Portner war dran. Aber Djibril Mbengue macht den nächsten Treffer für die deutsche Mannschaft. Und Wolf steht. Witzke. Mbengue. Gibt die gelbe Karte. Und man sieht in jedem Fall, die deutsche Mannschaft versucht, aus jedem Ballgewinn irgendwie Profit zu schlagen, sofort schnell nach vorne und erst dann, so wie eben gesehen, wird abgebrochen und neu aufgenommen. Heimann, wurfgewaltiger Mann aus der zweiten Reihe. Er steht übrigens dafür, dass diese Mannschaft auch ein Fernziel hat. Und das heißt Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, unter anderem auch hier in Mannheim. Fehlwurf Witzke. Schmid eröffnet. Ah, oh, super Pass nach vorne. Samuel Rüttlisberger übrigens. Vier Spieler aus der Bundesliga im Team der Schweiz. Kastening, zweiter Treffer, der erste aus dem Konter, der zweite von der Position rechts auf. Rubin. Bei den Schweizern im Rückraum Raimi, jetzt drin. Viele Positionsrochaden ausgelöst von ihm, von Andi Schmid. Rubi. Gut aufgepasst. Gut unterbrochen diesen Ballweg. Kasten ist leer. Portner kommt zu spät. Deutschland erhöht auf 6-3. Gefällt mir gut, die deutsche Mannschaft in der Defensive, weil sie ballorientiert agiert. Ja. Überhaupt nicht hart, sondern sehr in Richtung Ball fixiert ist. Und zwingt den Gegner in die erste Auszeit. Aber wir werden reinhören natürlich, was der Bundestrainer, was Alfred Gislason seiner Mannschaft mit auf den Weg gibt nach diesen gespielten 9 Minuten 39. Zeit, wir werden nicht umschalten von Training aufs Spiel. Hinten klingt das. Wir kommen mit 1 Tor über das stehende Spiel. Okay, alles andere. Für Rückzug, wo sie uns umspielen, schneller zurück. Wenn es Zeit explodieren, auch zurück. Vorne 7 gegen 6. Machen wir hier Sachen von Böden. Meistens Ferry halten. Wir fangen jetzt mit Außenjugend von der rechten Seite. Ja? Aber auch, ja, und danach gehen wir auch in 2-3 und so weiter. Ihr könnt auch nochmal mit Dini so open sein. Gut zurückgelaufen, sehr gut. Weitermachen jetzt, weitermachen, ja, auf geht's. 1, 2, 3! Also viel konnten wir nicht entnehmen. Das hat auch einen technischen Grund, das erkläre ich gern gerade. Aber zumindest das Lob, gut zurückgelaufen von Alfred Gislason, das war noch klar zu identifizieren. Normalerweise werden Auszeiten bei uns, so sagen wir das, geangelt mit einer Tonangel und dann kommt man direkt dran. Das ist aber in Pandemiezeiten etwas anders. Da wird das Mikrofon, da sind wir froh, dass die Helfer das machen und ermöglichen, das Mikrofon einfach in die Mitte gestellt. Wenn dann der Trainer zu weit weg ist, dann ist das einfach nicht so ganz klar zu hören. Das ist pandemiebedingt und ich glaube, es gibt viel Wichtigeres heutzutage, aber das nur zu erklären. Schmid. Wieder die Schweizer. Weiter die Schweizer mit dem siebten Feldspieler. Kasten ist leer, deshalb empty goal unten in der Einblendung.
krachend an die Latte. Von Rubin. Auch er wie Heimann mit einem enorm harten Wurf ausgestattet. Gut abgeräumt. Enger Winkel für Kastening. Portner hat ihn sicher. Gibt Applaus hinten zwischen den Pfosten. Andreas Wolf bedankt sich für die Mitarbeit. Denn ein Torwart kann auch nur so gut agieren, wie die Vorderleute eben auch dann unterwegs sind. Ganz selten, dass ein Keeper allein ein Spiel gewinnt. Robi. Mit ein bisschen Glück, aber Rubin treffsicher. Dritter Treffer von insgesamt vier der Schweizer Nationalmannschaft. Das war super gespielt von Witzke. Durchgesteckt mit diesem Tipppass auf Djibril Mbenge. Sehr schön gemacht. Einen Tick gewartet. Es sind manchmal nur Sekundenbruchteile, die die Lücke dann bringen für den Schützen. Eben super gesehen. Die Schweizer übrigens wollten an diesem Wochenende, beginnend heute Abend, ihren Yellow Cup austragen mit den Portugiesen, mit Gegnern aus der Ukraine und Montenegro. All das musste abgesagt werden aufgrund von Corona-Fällen. Und deshalb waren sie sehr, sehr dankbar. Das sind übrigens diese Anspiele. Das ist einfach grandios von Andi Schmid. Und deshalb waren die Schweizer sehr dankbar, dass sich diese Möglichkeit hier eröffnete, wenigstens ein Länderspiel auszutragen. Morgen machen sie noch ein bisschen Trainingslager und dann ist diese Maßnahme auch schon wieder vorbei. Kastening. Heimann. Schwer zu sehen für den Torwart, ganz offensichtlich. Also es gingen schon ein paar Würfe jetzt an den Beinen direkt vorbei. Aber Heimann hat natürlich auch ein richtiges Rohr mit dabei beim Abschluss. Das ist der Chefcoach Michael Suter. Viele Hoffnungen verbinden sich damit. Denn es gibt gute Handballarbeit. Vor allem in der Swiss Handball Akademie oder auch bei den Kadetten Schaffhausen, die schon so viele starke Spieler herausgebracht haben. Es gibt ja auch einen weiteren Transfer in der nächsten Saison von Spielern wie Samuel Zehnder, der zum TBV Lemgo wechselt, oder Jonas Schelker zur HSG Wetzlar. Rubi, Schmid. Er versucht das Anspiel, Goller ist dran, mit dem Fuß, aber ohne Absicht. Deshalb gibt es nur den Freiwurf. Das ist es. Das ist es, dieses Auge von Andi Schmid. Für die Situation, wenn es nicht über den Kreis geht, dann eben der eigene Abschluss. War übrigens sein 975. Länderspieltor. Nur mal so als Vergleich. In Deutschland gibt es nur einen, der mehr als 1.000 geworfen hat, nämlich Frank-Michael Wahn. Schmid. Auf Rubin. Siebter Feldspieler kommt schon wieder. Küttel ist drin. Super angespielt auf Meister. Fast hat er ihn, Andreas Wolf. Aber diese Anspiele von Schmid, das ist für mich eine Augenweide. Er hat so viele Beinamen bekommen für seine handballerische Kunst. Schauen Sie sich das an. Hier, so rübergelegt, so fein. Es sieht so einfach aus und es ist so kompliziert, so überragend gespielt. Der Roger Federer des Handballs, der Beckenbauer des Schweizer Handballs und so weiter und so fort. Was man nicht ihm für alle für Namen gab. Und zwar sehr zu Recht. Heimat. Litzke. Gibt den Freiwurf und eine 2-Minuten-Zeitstrafe dazu. So, sind wir gespannt, was die deutsche Mannschaft aus dieser Überzahlsituation 6 gegen 5 machen kann. Wechsel bei der deutschen Mannschaft. Hier für diesen Schlag gab es die 2-Minuten-Zeitstrafe. Weber kommt jetzt.
und Patrick Wietzek. Heißt, die deutsche Mannschaft wird in dieser Überzahlsituation mit zwei Kreisläufern agieren. Denn Golla wird diesen Platz, den er jetzt einnimmt, Rückraummitte, sicherlich gleich auflösen. So ist es. Weber. Ah, das ist krasse gespielt, diagonal rüber, war ein bisschen hoch, aber Kastening holt ihn sich mit seinem dritten Treffer versenkt. Ja, und jetzt sieht man auch in dieser Zeitlupe nochmal, warum der Ball so hoch kam zu Kastening, denn da gab es noch einen Schubser in der Luft gegen Philipp Weber, aber der hat wirklich ein feines Auge für eine solche Situation. Innenblock jetzt mit Wietzek und Golla. Wolf, starke Parade. Ganz starke Parade. Sehr gut gespielt auf Schiller. Und rein damit. Marcel Schiller, der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga. Gibt nicht viele unter den Top Ten. Ja, diese Andeutung eben von Alfred Gislason deute ich mal zumindest, dass ihm die Anspiele an den Kreis ein bisschen zu viel sind. Schmidt. Unglaublich, Andy Schmidt, wie viel Lust, wie viel Leidenschaft er immer noch versprüht mit seinen 38 Jahren nach der Saison. Kehrt er zurück in seine Heimat, nach Luzern, nach Krienz. Dort begann vieles von ihm. So, wir müssen rausgehen. Aktueller Anlass ist der Bund-Länder-Gipfel. Alle Handballfreunde auf sportschau.de umschalten oder natürlich hier im Ersten dabei bleiben bei der Pressekonferenz in Berlin. Denn Olaf Scholz tritt jetzt vor die Presse. Wie gesagt, bei sportschau.de geht es mit dem Spiel weiter. So, und dann machen wir im Stream weiter mit diesem Spiel. 10:7, Spielstand in dieser 18. Minute. Die Schweizer verkürzen auf 10:8 und Lenny Rubin macht ein sehr gutes Spiel im Abschluss. Hat zweimal noch Pech gehabt mit der Latte, aber macht trotzdem schon seinen vierten Treffer. Wietzke. Auf Schiller, war gut gespielt. Sein drittes Tor, Deutschland Helfer. So, Lenny Rubin muss mal raus. Hat sich ein bisschen ausgepumpt, hoffentlich nicht angeschlagen. Aber hat wirklich unglaublich viele Akzente gesetzt in diesen ersten knapp 18 Minuten. Rückkommt kommt Mehdi Ben Romdane im linken Rückraum. Anderer Spielertyp, vor allem deutlich kleiner gewachsen. Aber trifft mit dem ersten Versuch. Und der passt genau in den Pfosten rein. Golla. Deutschland wieder mit drei vorne. Und mich und uns interessiert vor allem auch die Meinung unseres Experten. Dominik Klein, was ist dir bislang aufgefallen? Wo siehst du Positives, wo Negatives? Ja, es ist ja heute das Training 7 gegen 6, wenn man das so nennen möchte, mit Andy Schmid als Entscheider und Lenny Rubin als Shooter. Und da hat die Mannschaft heute von Alfred Gislason auf jeden Fall die Möglichkeit, Wettkampfbedingungen diese 7 gegen 6 zu trainieren. Jetzt mit Patrick Wincheck und Johannes Golla als Abwehrzentrum. Und wir sehen nochmal Gollas Treffer eben zu diesem neuen Zwischenstand beim 12-9. Thank you.
Küttel mit seinem ersten Treffer. Ganz schwer zu sehen für Andreas Wolf mittendurch. Deutsche Abwehr steht nicht mehr so beweglich wie zu Beginn, als es ganz wenige Gegentreffer gab. Und dann gab es die vielen Möglichkeiten über den Kreis. Das versucht man jetzt zu reduzieren. Und das ist ein bisschen jetzt auch die Einladung dann für die Rückraumspieler der Schweizer Nationalmannschaft. Deutschland kommt nicht richtig weg, bleibt immer bei so einem Vorsprung von 2-3 Toren. Bitte? Heimann. Menge. Bei den Schweizern deutet sich ein Torwartwechsel an. Zweiter Mann macht sich bereit. Witzke, Heimann. Winzek mit dem Versuch nachzusetzen. Schmid ist immer der erste Passempfänger. War ein bisschen in den Rücken gespielt und deshalb nicht zu verwerten von Tinowski. Das sind die Trommler der Rhein-Neckar-Löwen. Ein paar durften rein, um für mindestens ein wenig Atmosphäre zu sorgen in dieser Arena, die ja sonst 14.000 Menschen Platz bietet. Gut unterbunden von Witzke. Tor ist wieder leer. Schiller. Aber wirklich auf den letzten Drücker. Tor Nummer 4 für ihn. Und 13-10 der neue Spielstand. Eingeleitet von Wolf auf Winzek. Da sehen wir noch den Torwart. Aber da ist natürlich der Rückwärtsbewegung nichts mehr zu retten. So, gibt eine Auszeit, weil es deutet sich auch ein Wechsel an. Steinert wird gleich kommen vom HC Erlangen, ein Mann, der viele Stationen schon hatte. Mit ihm hat Alfred Diesler schon gesprochen und vielleicht nutzt er jetzt die Gelegenheit, um auch taktisch etwas zu ändern. Jetzt ist es so, dass Steini kommt für Bibi. Okay? Steini kommt für Bibi und den Abwehr kommt rein. Ja? Für Bibi. Ja. Okay? Und das heißt, warte, du läufst nur noch 3 und wechselst auf 4. Also du läufst rein auf 3 und dann geht auf 4, meine ich, und dann geht auf 3. Ja. Dann machst du das nicht mehr gut. Hey, Leute, weiter! Abwehr so weiter und dann nutzen wir das Tempo auf. 1-2-3! Also auch hier akustisch schwer zu verstehen, aber was man aufschnappen konnte, war, dass es nicht nur diesen einen Wechsel gibt, Christoph Steiner kommt auf der rechten Seite, sondern auch Philipp Weber jetzt die Fäden ziehen wird. Und Simon Ernst steht parat, denn der wird dann den defensiven Part spielen. Ein Mann mit großer Ausstrahlung in der Defensive, mit unglaublichem Verletzungspech. Aber er baut wieder auf ihn, als er hieß das Son. Simon Ernst, der hat sich noch hinter der Bank warm macht. Ich gehe dann noch genauer auf ihn ein, wenn er auf dem Feld ist. Deutschland jetzt also mit Heimann, mit Weber, der so schnell ist auf den Beinen. Mit Steinert unter Bedrängnis abgeschlossen. Und deshalb auch etwas verfrüht, dieser Wurf von Heimann. Schweizer haben sofort auf das Tempo gedrückt und deshalb konnte Simon Ernst jetzt nicht gleich aufs Feld kommen.
deshalb etwas ungewohnte Konstellation in der Defensive. Sidorovic auf dem Feld, 2 Jahre in Melsungen gespielt. Wolf bot so ein bisschen die kurze Ecke an und wird auch genutzt mit diesem 11. Treffer für die Schweiz. Das ist keine gute Angriffsphase der deutschen Mannschaft im Moment. Aber eine starke Parade von Andreas Wolf. Mit diesem Mann im Kasten in sehr guter Verfassung ist für die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft viel möglich. Die Gegner in der Vorrunde heißen Belarus, Österreich, live bei uns im ersten und zum Abschluss dann bei den Kollegen des ZDF das letzte Spiel gegen die Polen. Und idealerweise geht man mit 2 Punkten plus in die Hauptrunde, schlägt nämlich die zweite Mannschaft, die mit aufrückt in die nächste Runde. Das ist Lukas Meister gewesen von GWD Minden. So, jetzt ist Simon Ernst mit dabei. Heimer. Ja, Nikola Portner, der schon kurz vor der Auswechslung stand, weil sich der zweite Keeper schon parat machte, hat sich deutlich gesteigert. Aber er bekommt teilweise auch Würfe auf den Kasten, die ein bisschen uninspiriert sind, die nicht richtig mit letzter Konsequenz ausgeführt sind. Und das Spiel über den Kreis bei den Schweizern bleibt stark. Hauptausgangspunkt ist natürlich Andi Schmid, aber wir haben es eben gesehen, bei die Sidorovic, da können es auch andere. Sie haben gute Zielspieler. Schmid bekommt eine Pause. Rubin ist dafür wieder mit dabei. Da haben wir Jannik Kohlbacher. Er ist der 19. Mann im Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Natürlich hätte er heute gerne gespielt in dieser Halle, wo er sonst das Bundesliga-Trikot trägt, der Rhein-Neckar-Löwen. Aber er hat Probleme an den Adduktoren, an der Leiste. Das kann rein medizinisch auch immer einen anderen Ausgangspunkt haben, beispielsweise am Rücken. Er wird behandelt hier bei den Rhein-Neckar-Löwen, bei den Physios. Er hat die EM noch nicht abgeschrieben. Und er sagt, ich bin sofort parat, wenn man mir grünes Licht gibt. Ich bin heiß darauf und er wäre eine hervorragende Ergänzung am Kreis. Denn Golla und Vincek sind andere Typen. Er ist ein Mann, den man ganz flach anspielen kann. Von daher wäre er eine echte Bereicherung der deutschen Mannschaft. Seit dem 1-1 haben die Schweizer unterdessen übrigens zum ersten Mal ausgeglichen. Das zeigt sich. Diese Mannschaft lebt richtig, die Schweizer sind heiß gewesen auf die Partie und die deutsche Mannschaft durch die verschiedenen Wechsel kommt in der Abwehr nicht mehr so richtig zurande, vor allem aber nicht im eigenen Angriff. Letztes Tor, 20 Minuten und 50 Sekunden waren da gespielt. Also fast 5 Minuten ohne eigenen Treffer. Jetzt vielleicht. Vincek. Hoffner hat ihn. Nächste starke Parade von ihm. Kastening. Schwerer Winkel. Also, es stockt das Spiel der deutschen Mannschaft. Ganz eindeutig. Heimann bekommt viele Spielanteile. In dieser ersten Hälfte wird mutmaßlich durchspielen. Julius Kühn bislang komplett draußen. Und Vincek, wieder die deutsche Führung. Letzten 2 Minuten 20 laufen. Schmid kommt wieder. Hat mal kurz durchgeschnauft. Wenige Minuten waren es.
Tobi. Ganz interessant übrigens, dass einer der Wegbereiter von Andi Schmid ein deutscher Trainer war, nämlich Arno Ehret. Der hatte ihn in der U21, der Schweizer. Später gab es ja dann auch viele Deutsche als Cheftrainer der A-Nationalmannschaft. Ehret selbst, Rolf Prack zuletzt, habe ich schon angesprochen, und auch Armin Emrich, der heute ganz sicher wieder zuschaut. Erster 7 Meter für die Schweizer. Erste Chance, sich auszuzeichnen für Andreas Wolf. Das kennt er. Aus der Handball-Bundesliga von damals, wenngleich der erste 7-Meter-Schütze bei den Rhein-Neckar-Löwen natürlich Uwe Gensheimer war. Schmid, den zweiten macht er rein. Aber Schmid ist in der Nationalmannschaft der Schweiz immer die erste Wahl für die Würfe von der 7-Meter-Linie. Schade für Wolf. Positiv bleiben, nicht ärgern. Klar, war so super, den ersten zu parieren. Kastening. So gut verteidigt von Rubin gegen Winzek, wie er ihn rausgedrängt hat. Der war schön. Der war richtig schön lange verzögert, dieser Wurf von Christoph Steinert vom HCR. Aber richtig zufrieden ist er nicht. Das haben wir in mehreren Aktionen schon gesehen. Der Bundestrainer Alfred Gislason hadert mit einigen Aktionen seiner Mannschaft. Einer, der immer mitgeht, da merkt man natürlich den Feldspieler von damals, als er das Trikot beispielsweise vom Tusem in Essen trug und mit denen Erfolge feiert. Aber nicht nur dort. Rubi. Ja, Heimann am Trikot dran des Gegenspielers. Letzten 45 Sekunden im ersten Dritt. Reini. Wolf gibt den 7 Meter Abwehr im Kreis von Patrick Winzek. Der versuchte noch zu stören, ging auch in den Gegenspieler rein, aber er betrat auf jeden Fall den Kreis. Zeit nochmal angehalten. Achtung, jetzt sehen Sie den Fuß deutlich im Kreis, den linken von Patrick Winzek. 10. Tritt an gegen Wolf. Und er hat ihn. Es ist seine zweite 7-Meter-Parade. Die erste zählt natürlich auch in der Statistik. 16 Sekunden noch. Also das muss man sich mal trauen, ja, gegen 2-Meter-Mann, der sehr beweglich ist. Das ist ja eine seiner großen Stärken, Andreas Wolf, diese Beweglichkeit. Kräftiger Mann, muskulöser Torhüter, aber eben auch beweglich. So, Spielzeit abgelaufen, gibt noch den Freiwurf. Der kann, der muss direkt ausgeführt werden. Mal sehen, wer sich die Kugel nimmt. Das ist einer mit Auge. Nämlich Philipp Weber. Immerhin, er kam drüber. Aber auch glatt über die Latte. 15-14. Da gab es ein paar Ansätze, die mir persönlich gut gefallen haben. Gerade in der Anfangsphase, als die Abwehr sehr, sehr beweglich war. Und dann riss so ein bisschen der Faden. Und zwar sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. 5 Minuten ohne eigenen Treffer geblieben. Das kann immer natürlich daran liegen, dass es Wechsel gibt. Aber nicht nur. Und das haben wir an den Reaktionen des Bundestrainers natürlich auch bemerkt. So, das war's erstmal von mir. Da gibt's eine Menge zu reden von Alex Bommes und Dominik Klein. Naja, also für wichtige politische Entscheidungen, da halte ich dann auch schon ganz gerne mal den Mund, wenngleich ich Handball natürlich liebe. Lukas Mertens beginnt auf links außen bei der deutschen Mannschaft, hat ein außergewöhnliches Jahr hinter sich mit dem SCM, so viel gewonnen, so viele Erfolge gefeiert, das war außergewöhnlich. Rechts Zerbe, also komplette Wechsel auf den Außenpositionen, aber auch im Rückraum Weber. Das ist also jetzt quasi das Arrivierte, das jetzt spielt mit Julius Kühn, mit Philipp Weber, mit Kai Häfner, die so lange dann auch gesetzt waren und jetzt Druck bekommen von anderen Spielern. Es ist spannend. War das jetzt nur ein Test in der ersten Hälfte? Und worauf setzt der Bundestrainer dann
während des Turniers oder auf die Erfahrung, wie Häfner und Kühn, der jetzt hier den Ball hat, die beiden halten von der MT Melsungen. Eine richtig erfolgreiche Saison, haben sie in der Bundesliga nicht gespielt. Das war ein richtig spektakulärer Treffer, gibt aber den 7 Meter, das war ein klares Foul von Lukas Zerbe. Und alle, die Handball nur punktuell verfolgen, die sagen, Zerbe, da war was. Europameisterschaft 2004, genau, da wurde sein Onkel nämlich Europameister. Eine der Handballlegenden beim TBV Lemgo. Und er, Lukas Zerbe, ist auch ein Kind des TBV Lemgo. Von, ich will nicht sagen, von Geburt an. Marcel Schiller mit seinem 5. Treffer bringt Deutschland nach vorne. Mit diesem neuen Zwischenstand beim 16:14. Sein 2. 7 Meter. Er ist variabel im Abschluss, aber vom Schützen aus gesehen wirft er schon ganz gern auf die rechte Seite. Die Schweizer bleiben sich treu, vor allem im Rückraum mit Rubin und mit Schmid, der ein paar tolle, fantastische Anspiele hatte in der ersten Hälfte. Und vor allem zwischen den Pfosten hat sich bei Deutschland etwas getan. Das war das direkte Duell der Wetzlarer Rubin, der Schweizer Nationalspieler, gegen Till Klimke, jetzt neu im Tor bei der deutschen Mannschaft. Wechselt also Andreas Wolf ab. Steinert und Ernst, es gibt einen Doppelwechsel, Abwehrangriff. Steinert und Ernst geht raus. Und da sehen wir Till Klimke, der einzige Handball-Nationalspieler, der noch nie ein anderes Trikot getragen hat im Heimatverein. Immer bei der HSG Wetzlar, der Stammverein heißt TSV Dudenhofen. Da begann er bei den Minis. Noch nie gewechselt. Das ist unglaublich, eine sensationelle Geschichte, wenngleich es im Kader der deutschen Mannschaft auch einige, Lukas Zerbe habe ich schon genannt, gibt, die ihrem Verein fast immer treu blieben. Philipp Weber, erster Treffer. Portner geschlagen. Ja, war abgefälscht und deshalb so schwer zu parieren für Portner, der eine gute erste Hälfte gespielt hat. Simon Ernst im Deckungsblock innen gemeinsam mit Golla, ein Mann, der so geplagt war von Verletzungen. Hoffentlich hält jetzt alles für den Rest der Karriere. 3 Kreuzbandrisse hat er überstanden, wettgemacht, sich wieder herangekämpft. Eine unglaubliche Energieleistung und natürlich auch eine seelische Belastung, die er weggesteckt hat. Zeitspieldruck für die Schweizer mit Schmid. Klimke geschlagen. Dritter Treffer von Andi Schmid. Kühn. Das war stark, gibt den 7 Meter, klar in den Wurfarm gegriffen, beziehungsweise auch Abwehr im Kreis. So entscheidend die griechischen Unparteiischen, die übrigens auch das letzte Testspiel am Sonntag in Wetzlar pfeifen werden. Hier sehen wir es deutlich, Abwehr im Kreis. Deuter Wechsel. Grazioli kommt. Und er trifft auf Marcel Schiller. Cool. Bleibt dabei, die rechte Seite ist die Schokoladenseite, wenngleich es da Wechsel gibt, auch mal oben oder auch flach zu verwandeln. Das war mal cool. Aus dem Ellenbogen raus, abgeklappt. Gab übrigens in der letzten Pressekonferenz des Deutschen Handballbundes, die werden momentan sogenannt virtuell durchgeführt, die Frage, gibt man in einem solchen Testspiel denn wirklich alles? Und die Antwort von Timo Kastening war, ja klar, denn es geht hier um die Position. Jeder will in der ersten 6, ersten 7 spielen. Das gilt für alle Positionen im Feld und natürlich auch zwischen den Pfosten. Meister verwandt. Mertens, super nochmal diese eine Bewegung im Wurfarm. Damit verzögert er den Abschluss. Torwart sitzt schon fast auf dem Hosenboden. Das werden wir jetzt nochmal sehen. Achtung, jetzt kommt nochmal diese Armbewegung und damit hat er den Blick frei zum Tor. Applaus von Andreas Wolf. Ganz interessant, Andreas Wolf und Till Klimke haben schon gemeinsam trainiert, da war Till ganz jung.
Ich habe ja vorhin schon mal diese Zeitspanne angesprochen, als Wolf Europameister wurde mit überragender Leistung und das Trikot der HSG Wetzlar trug. Da war Klimke noch Jugendspieler. Jetzt hat er seine erste Parade. Kühn. Gut, sich da durchzusetzen. Durchzuziehen. Das will der Bundestrainer sehen. Dieses Umschalten von Abwehr auf Angriff. Ja, war ein Kopftreffer unten ans Kinn. Der Name Klimke ist zu Hause natürlich ein Begriff in Mittelhessen. Sein Vater Wolle Wolfgang war eine echte Legende in der Abwehr. Also das war Einbauschrank mit Armen und Beweglichkeit. Das war unglaublich. Sein Onkel Andi ebenfalls. Ein Mann, der in der Bundesliga spielte. Sein jüngerer Bruder gehört auch zum Kader der Bundesliga-Handballer. Und seine Mutter schmeißt die Geschäftsstelle. Das ist der Wahnsinn. Die Klimkes ist dafür alles zu haben. Ja, und interessant natürlich auch. Klimke stand durchaus in Kontakt zu anderen Vereinen. Der SC Magdeburg war sehr interessiert. Aber letztendlich blieb Klimke in Wetzlar und Portner nimmt die Position ein von Janik Krehl. Goller. Das muss den 7 Meter geben. Auch wenn es die Schweizer Bank und auch Lenny Rubin anders aussieht, anders sieht. Schauen wir uns noch mal an. Anspiel kommt von Kühn. Klares Ziel, Trikot ziehen. Ist der 4. 7 Meter für die deutsche Mannschaft. Das ist der Ärger von Andi Spiel gegen diese Entscheidung. So, Grazioli bekommt die zweite Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Mal schauen, ob sich der Schütze treu bleibt. Nee, diesmal links. Insgesamt sein 7. Treffer. 4 davon per Strafe. Sehr schön ausgeschaut. Gesehen, wo Grazioli sein Standbein hat und direkt an diesem vorbei. Robi. Stoßen in der Luft, gibt deshalb 2 Minuten Zeitstrafe. Es gab natürlich einen Schweizer, der auf dieser Position spielte, die jetzt Lenny Rubin einnimmt, der für große Geschichte, für große Emotionen gesorgt hat. Der beste Schütze, den sie jemals hatten, Marc Baumgartner mit dem TBV Lemgo damals. Diese große Zeit begonnen, deutscher Meisterschaft. Einer der weltbesten Handballer, Torschützenkönig auch der WM 1993 gewesen. Das war die ganz große Zeit des Schweizer Handballs, mündete auch in die Qualifikation zu den Olympischen Spielen damals 1996. Davon sind sie heutzutage ganz, ganz weit entfernt. Deutschland erstmals in Unterzahl. Robi. Schmid, ja, der sieht natürlich den freien Mann, aber ganz gut verteidigt eben von Golla, verhindert diesen Pass mit einem leichten Schubser. Schweizer mit dem zweiten Kreisläufer, Meister und Rötlisberger. Rötlisberger vom TVB Stuttgart und Klimke mit seiner zweiten Parade. Sehr schön, die Aktion, die Sie eben gesehen haben, diese Faust von Andi Wolf zu Till Klimke. Endlich ja wieder die Gelegenheit für jüngere Torhüter sich auszuzeichnen. In den letzten Jahren waren es erfahrene Leute, die Leistung von Wolf abdeckten, egal ob Heinevetter oder Jogi Bitter. Das war auch nötig, da auf Erfahrung zu setzen. Jetzt ist klar, jetzt kommt die neue Generation mit Klimke und mit Birle. Lukas Mertens, 2. Treffer. Steht übrigens noch nicht fest, wie die deutschen Trainer sich entscheiden werden. Matthias Andersson als Torhüter-Coach. Und Gislason, wer am Sonntag das Tor hüten wird, das wird man heute Abend besprechen, wie es dann aussieht gegen den Olympiasieger aus Frankreich. So, Auszeit, wir hören rein, versuchen was aufzuschlagen.
dass wir auch mal diese Meinung besprechen. Oder wir kommen auch wenn man für die spielt. Also ich bin ehrlich, ich habe nichts verstehen können. Vielleicht kam es bei ihm besser an. Diese Wege gibt es auch durchaus manchmal. Aber er hat die leisen Töne auf jeden Fall angesprochen, das haben wir gemerkt. Denn gegen Ende dieser Auszeit haben die Jungs dann selbst so ein bisschen das Kommando übernommen. Da wird es dann immer ein bisschen emotionaler. Aber eines muss man konstatieren, seit Beginn der zweiten Hälfte gibt es einen kleinen Lauf der deutschen Mannschaft mit einem 6:3. Und deshalb auch der Vorsprung jetzt. 4 Tore beim 21:17. Gebt den Abruf. Klimke draußen. Dafür ein weiterer Feldspieler der deutschen Mannschaft. Ja, jetzt sind sie auch da. Wieder komplett, Klimke wieder drin. Kühn, das ist seine Stärke. Er muss aus dieser Dynamik kommen. Wenn er Selbstvertrauen hat, wenn er Dampf hat und das Selbstvertrauen dann umwandeln kann in erfolgreichen Handball, dann gehört er zu den Top-Leuten. Absolut wichtiger Mann, Julius Kühn. Sehr gut verwandelt von Johannes Goller. Interessante Formation eben gerade, dass Steinert da Rückraum Mitte agierte. Da hat der Bundestrainer schon angekündigt, auch für die EM könnte es durchaus auch mal Option sein, mit einem Linkshänder in Rückraum Mitte zu agieren, beispielsweise auch mit Kai Häfner. Rubin bekommt eine Pause. Sidorovic Rückraum gemeinsam mit Andi Schmid, der jetzt am Ball ist. Ja, gibt den Freiwurf und auch nicht mehr. Alles total fair übrigens. Gab klar ein paar Zeitstrafen, aber ansonsten wirklich überhaupt kein Problem für die beiden griechischen und parteiischen, dieses Spiel hier heute zu leiten. Da wird es genau in einer Woche ganz anders zur Sache gehen. 18 Uhr, Anwurf dann. Deutschland gegen Belarus. Eine eingespielte Mannschaft, nicht zu unterschätzen. Dennoch ist Deutschland gegen alle drei Vorrundengegner, Belarus, Österreich und Polen, als Favorit zu nennen. Nicht als klarer, aber eigentlich müssen sie diese Gruppe packen. Schweizer kommen wieder ein bisschen näher ran. Lia hat sich wehgetan. Und zwar in diesem Moment. Das muss man sich natürlich auch trauen, sich da so reinzustellen, auf das Stürmerfoul zu gehen. Kühn. Häfner. Winzek am Kreis. Ja, gab einen kurzen Dialog zwischen Häfner und Winzek, der ihn suchte. Häfner, der ganz gerne auch mal dieses flache Anspiel an den Kreis anbringt. Aber Winzek sagt, ich werde permanent am Trikot gehalten, ich kam gar nicht weg. So ist das auch jetzt der Fall. Kühn. Mertens. Schwerer Winkel. Super Abschluss. Magdeburg ist seine sportliche, aber seine emotionale Heimat bleibt Wilhelmshaven. Dort ist er groß geworden. Auch beim Wilhelmshavener Hafen. Aber eine enorme Entwicklung genommen, Lukas Mertens. Beim SCM unter der Anleitung von Bennett Wiegert
er diese Lücke geschlossen hat durch die lange Verletzung von Dusche, war überragend. Und so schnell kann es gehen. Dann spült sich voll rein in die Nationalmannschaft. Er ist mehr als nur eine Alternative. Gut verteidigt von Simon Ernst. Und auch die anschließende Parade von Till Klimke. Es ist nicht gänzlich zu verteidigen. Ein Mann wie Andi Schmid, auch wenn er 38 ist, aber der ist ja total fit. Mit seinen verzögerten Abschlüssen, mit seinem Auge für den Kreis. Klar, er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber Weltklasse verlernst du nicht. Das ist einfach zu klasse. Richtig gut. Rückraum der deutschen Mannschaft weiter mit Kühn, mit Weber und mit Kai Heffen. Versucht das Anspiel von Häfner auf Witzek. Deutete sich an, er hat ihn schon permanent mit den Augen zumindest versucht zu erreichen. Zeit spielt rot, Ball war abgefälscht. Schmid. Das ist diese Schnelligkeit, gedanklich auf den Füßen sofort zu merken. Da ist gerade keine Anspielstation, also versuche ich es im 1 gegen 1 weiter. Auch wenn das Simon Ernst hervorragend macht, den Körper dazwischen schiebt. Also gute Abwehrspiele im Mittelblock hat die deutsche Mannschaft. Ganz ohne Frage. Witzek, Ernst, Goller. Natürlich könnte man einen Hendrik Pekeler exzellent gebrauchen. Das wäre immer eine Bereicherung. Aber wir haben diese Diskussion zur Halbzeitpause in unserem Stream auch geführt. Ich glaube, es lohnt sich vor allem, über die zu sprechen, die da sind. Man kann durchaus Absagen auch akzeptieren, aber manchmal nicht mehr in gewissen Häufungen. Ja, und die Abwehr habe ich eben gerade angesprochen, den Innenblock, die Möglichkeiten, die personellen Optionen. Dominik, wie siehst du das? Wo gibt es noch Handlungsbedarf? Was fällt dir im Positiven wie im Negativen auf? Also absolut positiv, ganz ehrlich, die Abwehr auch mit Christoph Steinert auf halb rechts bringt da nochmal eine gewisse Aggressivität mit rein. Und auch im Angriffsspiel, was wir hier sehen, die Arrivierten finde ich deutlich flüssiger als das, was wir von den Turnieren vorher kennen. Ja, und ein super Anspiel eben an den eingelaufenen Lukas Zerber, hat mir sehr gut gefallen. Den Gegner rausgelockt, sodass er von rechts außen im Rücken der gegnerischen Abwehr einlaufen kann. Sieht gut aus. Trotz allem, wir müssen ja immer einordnen, gegen wen spielt die deutsche Mannschaft. Sie hätte eigentlich gegen Serbien spielen sollen. Eine Mannschaft, die mit dem ehemaligen jugoslawischen Handball nicht mehr allzu viel gemein hat. Das ist auch eher eine Mannschaft, die bei einem EM-Turnier in den hinteren Rängen formiert. Die Schweizer haben sich gar nicht dafür qualifizieren können. Also man muss das richtig einordnen. Aber vielleicht ist dieser Test dennoch kein schlechter. Ich bin gespannt, ob es noch einen Deckungswechsel, also in der Formation, geben wird. Denn da sind wir sehr gespannt auf einen jungen Mann, der das offensiv sehr gut leisten und antizipieren kann, nämlich Julian Köstner. Gut von Till Klimke, aber es gibt das Foul. Ja, und Zerbe soll das Bein reingestellt haben, riskiert damit. Eine Verletzung kann ich so nicht erkennen. Ich finde, er zieht sich sogar eher weg. Aber gut. So, Andi Wolf kommt für diesen 7 Meter. Hat ja 2 pariert in der ersten Hälfte. Jetzt trifft er wieder auf Andi Schmid. Dessen Ball hat er auch parieren können. Aber den Nachwurf, den versenkt er dann. Der Mann von den Rhein-Neckar-Löwen. Tor Nummer 5. Für die Handballlegende, anders kann man das nicht sagen.
der Rhein-Neckar-Löwen. Seit 2010 trägt er das Trikot hier in dieser Halle und hat für Titel gesorgt, auch wenn es in dieser Saison alles andere als gut läuft. Die Rhein-Neckar-Löwen gehören ohne Frage zu den Enttäuschungen dieser Saison. Weber schickt Steinert auf die Reise, den langen Weg rüber an den Kreis. Dem folgt Wiezek, Kühn, Weber, Häfner. Zeit spielt rot jetzt, Arm ist oben, jetzt noch 6 Pässe maximal. Zwei Mann stürzen sich da auf Patrick Wiezek. Das ist nicht gerade leicht, den Mann so zu überrumpeln. Muss mal kurz gewischt werden. Hier, schauen Sie es an. Meister ist mit dabei und dann wuchten Sie ihn runter, Meister und Rötlisberger. Im Dialog Simon Ernst mit Cheftrainer Gislason und mit Co-Trainer Erik Wuttke. Wuttke kennt viele seiner jungen Leute, denn er war ja auch und ist ja auch lange im Junioren- und Nachwuchsbereich tätig. So, jetzt muss der Abschluss kommen. Kühn. Das kann bei ihm durchaus funktionieren. Haben wir damals erlebt bei der EM 2016. Dreimal Block. Und Sigurdsson hatte es damals angesagt. Und dann kommst du. Und dann kam er. Schweizer mit 2 Kreisläufern. Mit Rötlisberger, Stuttgart. Mit Meister. Oh, war das ein super Anspiel. Da freue ich mich jetzt schon auf die Zeitlupe. Hinter dem Rücken angespielt. Einfach großartig. Achtung. Jetzt. Super. Es ist einfach ein Traum. Es ist genial, was dieser Mann schafft. Und man muss, das hat mir Jannik Kohlbacher noch mal bestätigt, der mit ihm ja das Vereinstrikot trägt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Man muss immer hellwach sein. Man muss immer damit rechnen, dass er einen solchen Geniestreich plant. Nur noch 2 Tore vor für die deutsche Mannschaft. Häfner. Zwei Minuten Zeitstrafe. Gegen Rötlisberger. Ja, durchaus möglich, dass der Bundestrainer plante, noch mal mit einer offensiven Variante hier ins Spiel zu gehen, also in der Abwehr. Aber er weiß natürlich auch über die Gefahr, die dann entsteht, wenn die Räume größer werden, noch mehr Platz für die Anspiele von Schmid. Vielleicht deshalb der Verzicht auf dieses Experiment mit einer 3-2-1-Formation. Häfner. Sehr gefährlicher Pass, null Vorwurf an Weber. Und schon ist es wieder richtig knapp beim 25-24. Wieder so Wellenbewegungen im deutschen Spiel. Schien alles so sicher. Und dann kommen solche leichten Fehler im Abspiel in der zweiten Reihe. Und das ärgert ihn. Philipp Weber. Deutsche Bank mit Teammanager Oliver Rogisch, dann Vorstand Sport Axel Kromer. Die wissen alle nicht, wo diese deutsche Mannschaft steht. Das ist auch unglaublich schwer vorherzusagen, aber gegen diese Gegner, ich habe sie angesprochen, auch wenn die deutsche Mannschaft nicht der klare haushohe Favorit ist, aber wenn man diese Spiele gewinnt und mit 2-0 Punkten in die Hauptrunde einzieht, warum nicht soll es auch mehr sein am Ende? Dieses Team hat eine Chance verdient. Sidorovic. Ja, da macht Wiezek zu. Letzten 10 Minuten laufen. Thank you.
Diese Mannschaft hat Potenzial, die Schweizer, gefallen mir gut. Und das haben sie auch gezeigt im letzten Jahr, als sie Nachrücker waren bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. Da kam das ganze Turnier ja durcheinander, Corona-bedingt. Die landeten, spielten am Abend gegen Österreich und gewannen und brachten Frankreich an den Rand einer Niederlage. Da sieht man, welches Potenzial man hat. Aber seit Jahren sind sie in schwierigen Lostöpfen in den Qualifikationen. Deshalb funktioniert es auch so selten. Ja, wie es ja gesagt, also wollt ihr mich hier komplett entkleiden, permanent das Ziehen am Trikot. Wen wir übrigens suchen, ist den zweiten Torhüter, beziehungsweise eigentlich den ersten, Nicola Portner, ist raus, aber er ist auch gar nicht mehr auf der Bank zu finden, möglicherweise in der Kabine zur Behandlung bei den Physios, also momentan kann ich ihn nicht ahnen. Ah doch, er hat die Trikot, er hat die Jacke, alles gut. Steiner. So, deutsche Mannschaft hat umgestellt mit dem jungen Julian Köster. Das ist der Mann mit der 18. Ein schlaksiger, großgewachsener Mann und dennoch unglaublich schnell auf den Beinen und, so sagen es Mitspieler von früher aus der Junioren-Nationalmannschaft, sowas von ballgeil. Der will jeden Ball erobern. Wenn der dann noch die Arme breit macht, dann macht er auch die Ballwege zu. Zuspielwege. Und das ist eine ganz andere Deckungsformation als das, was wir zuvor gesehen haben. Typisch deutsches Bollwerk 6-0, das hat man jahrzehntelang gespielt. Aber eine andere Option zu haben, den Gegner vor andere Aufgaben zu stellen, mit einem völlig frischen Mann, mit diesem Julian Köster, Zweitligist VfL Gummersbach, darf sich stolz nennen, diesen Mann zu haben. Deutet auch an, Tor ist leer. Gab einen Foul, für meine Begriffe, wird nicht geahndet. Lukas Mertens hat diesen Schlag abbekommen. Geht dennoch weiter mit dem Abwurf. Und wenn wäre es bei einem Foul eigentlich auch eine 7-Meter-Entscheidung dann. Ja, der Wurf aber, der war schon frei. Alles okay. Trotzdem, den Schlag hat er abbekommen danach. Aber da war der Ball schon weg. Also, 3-2-1-Formation, so interpretiert es die Deutsche Bank. Mit Golla und mit Wiezek auf den Halbpositionen als Organisator fungiert Simon Ernst. Das sind weite Wege, die da zu gehen sind. Sie sehen es, wie sich das ganz anders darstellt. Ja, gibt keine persönliche Bestrafung. Schiedsrichter deuten es an. Gegenspieler geht tief rein. Achtung, jetzt Sidorovic mit dem Kopf nach unten. Sieht unglücklich für den Abwehrspieler aus, aber sehr gut antizipiert und sehr gut entschieden von den beiden Referees aus Griechenland. Das nur mit einem Freiwurf zu ahnen. Die WG in Köln, dort wo Köster wohnt und studiert, wird heiß sein, wird zuschauen. Und Freundin Luisa bestimmt auch ein bisschen stolz. Wenn der jetzt noch seinen Weg in der Offensive macht, vielleicht auch das ein oder andere Gramm noch zulegt, um sich zu behaupten, dann wird das ein starker Spieler. Julian Köster, es gibt die Auszeit und wir hoffen inständig, dass Alfred Gislason ein bisschen lauter spricht. Hey, hey, Jungs, hey! Julian ist jetzt vorne. Wir spielen Löwen, okay? Alles gut. Ich in Bewegung gehen und dann alles ganz normal. Wir bleiben im 3-2-1 hinten. Das ist super Training für uns. Egal ob 6 sind. Wir haben unsere Probleme im 6 gegen 7 jetzt gehabt, in der 6-0. Also einfach ein bisschen mehr Bewegung. Hey, wir müssen dann richtig mit hinten arbeiten. Und immer Druck nach vorne. Unser Dank geht an Dr. Philipp Lübcke, der hat das Ganze eben etwas näher positioniert, das Mikrofon, sodass wir ein bisschen mehr zuhören konnten.
Da gibt es auch Applaus. Und ich würde vor allem auch bitten, dass Dominik vielleicht uns auch nochmal erklärt, die Schwierigkeiten, die es gibt bei einer solchen Umstellung. Ich habe eben von den verschiedenen Deckensystemen gesprochen. Was ist der gravierende Unterschied daran zwischen einer 6-0 und einer 3-2-1? Naja, zuerst einmal immer eine zweite Variante zu haben in der Abwehr, stellt ja den Gegner auch wieder vor eine neue Aufgabe. Was Julian Köster hier gleich von Beginn an gemacht hat, war überragend mit seinen langen Armen und auch dem Ballgewinn. Und wie du schön gesagt hast, wenn jetzt im Angriff auch noch einen drauf sitzt, dann macht er ein Riesenspiel. Er probiert es auf jeden Fall gleich mal mit dem ersten Abschluss. Natürlich kann man auch darüber diskutieren. Wie? Jetzt suchen wir auch schon in der zweiten Liga nach Spielern, die für die erste oder für die Nationalmannschaft taugen. Er setzt sich durch und macht sein Tor. Ja, aber auch in der zweiten Liga gibt es gute Leute. Und es zeigt, wie schwierig es ist für unsere erfolgreichen Junioren-Nationalmannschaftsspieler sich zu etablieren in der Bundesliga. Da haben es viele Nationen leichter. Die lassen sie in Norwegen, in Dänemark spielen und schicken sie dann nach einer guten Zeit, wenn sie 19 und 20 Jahre alt waren, dann in die Bundesliga. Oder vielleicht auch mit 23. Es ist sehr aufwendig. Das sieht man auch an den Laufwegen von Wiezek, der sich viel mehr bewegen muss, viel mehr Räume zumachen muss. Schweizer lösen das jetzt mit dem zweiten Kreisläufer, dann orientiert sich Köster natürlich nach hinten. Und auf geht's. Auch sofort wieder bei dieser Aktion. Hier sehen wir nochmal diesen Treffer von Julian Köster vom VfL Gummersbach. Und auf der Gegenseite nach diesem Ball, der von Till Klimke gehalten wurde, auch sofort die Reaktion wieder von Andreas Wolf. Ganz wichtig, dieses Zusammenspiel, diese Interaktion zwischen den Keepern. Köster. Also bei Köster ist klar, den werden wir in der Bundesliga sehen. Entweder steigt der VfL Gummersbach auf aus der zweiten Liga und wird allein schon durch die Tradition die erste Liga bereichern. Oder wechselt halt. Er hat genug Fürsprecher auch in der Bundesliga. Das ist mal klar. Letzten 4 Minuten 5. Portner hat die Jacke wieder aus. Zerren. Bewegung, lange Wege. Weber versucht sich durchzuarbeiten. Er ist nicht der Shooter aus der zweiten Reihe. Das kann er sehr wohl. War mal Bundesliga-Torschützenkönig. Aber seine Stärke ist sein Auge, diese langen Diagonalpässe, die wir zum Beispiel in der ersten Hälfte gesehen haben. Und diese Leichtfüßigkeit, um sich durchzusetzen, um in die Nahwurfzone zu kommen. Dieser Rückraum hat so noch nie zusammen agiert. Mit Weber, mit Steinert, mit Köster. Sehr gut gemacht auf Wiezek. Schön, sehr schön. Ja, da gibt es den Applaus. Das war richtig Anerkennung. Das war zu erkennen eben. Hier diese Kreuzungen und dann dieses Anspiel. Er war auch wirklich knackefrei. Keine Frage. Und das freut den Bundestrainer. Das freut ihn richtig und sofort ist auch die Bank da. Wieder die Auszeit von den Schweizern genommen. Wir hören wieder zu bei Alfred Gieslersson. Super weitergespielt. Wir können aber auch diese Löwen aus dem Deck, also Jugo weg. Also diese Jugo vorher. Also der Pass von drin, der geht auf hier. Also, und danach, wenn er zu Kreuzen kommt, dann ist Dennis Kreuzen du und Mathe. Es war wieder nur zu erahnen, aber ganz klar war natürlich der Dialog zwischen, der geht auch weiter, zwischen Alfred Gislason und Philipp Webert, der natürlich der auslösende Faktor in diesen Situationen ist. Er muss im richtigen Moment entscheiden, wer zu holen ist, über welche Ball- und Laufwege man verfügt. Er ist der Mann der Initiative. So, letzten
drei Minuten beginnen in einem Spiel, ich finde, das mehr Hoffnung macht als Skepsis weckt. Die kann es auch geben, denn es gab Phasen gegen Ende der ersten Hälfte, als 5 Minuten im Angriff nun gar nichts lief. Aber solche Varianten, den Mut, etwas zu probieren, diese Parade von Klimke, einige gute auch, sehr gute sogar von Andreas Wolf in der ersten Hälfte. Ich mache mir über die Torhüter überhaupt keine Sorgen. Und es ist super, dass jetzt junge Leute auch zwischen den Pfosten stehen, wie er, Till Klimke, erst 23 Jahre alt. Und das ist ja auch noch kein, in Anführungszeichen, alter Sack, nämlich Andreas Wolf. Letztes Tor der Schweizer. In der 51. Minute. Jetzt sind wir in der 58. Das liegt an der deutschen Abwehr und auch an Klimke. Steiner. Leber. Und trotzdem, immer ruhig bleiben. Die Schweiz ist nicht Spanien, ist nicht Dänemark, ist nicht Schweden. Bordner. Stark mit der Fußspitze noch rausgeholt. Schweizer wieder mit dem 7. Feldspieler. Das ist ihr taktisches Mittel der Wahl. Ganz umstrittene Geschichte. Es gibt viele Handballpuristen, die sagen, bitte ganz schnell wieder abschaffen. Aber ja. Schmidt. Rubi. Sechster Treffer, Rubin, vor allem auffällig gewesen im ersten Durchgang, hat unglaublich viel geleistet. Klimke spürt sich nochmal die Schuhe zu. Wie gesagt, die kennen sich aus dem täglichen Training, sind auch selbst gut befreundet, denn als Rubin nach Wetzlar kam, da wurde auch Klimke zu einem richtigen Profi-Handballer. Merz. Ja. Kemperpässe, diagonal lang, spielt man übrigens in Magdeburg auch sehr gerne. Köster, Weber. Sehr gut weitergeleitet von Julian Köster und er ermöglicht, dass dann Platz ist zu diesem 30. Treffer der deutschen Mannschaft. Christoph. Steinert hat den Treffer erzielt. So, das war's. Deutschland gewinnt 30-26.